Retro Gaming. It's come on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Na, wer kennt das? Ah ja, jetzt verrät es sich ja schon von selbst. Gauntlet. Und zwar ist das hier Gauntlet 2 auf dem Amiga. Bei mir jetzt auf dem Amiga 500, hier auf der Original-Hardware, lädt dieses Spiel. Und ja, ich mag Gauntlet. Ich habe das früher auf allen mir bekannten Versionen gespielt und auch in der Arcade gesehen und so weiter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Amiga-Version damals auch hatte. Auf jeden Fall auf dem C64 habe ich es gespielt, das weiß ich noch. Da bin ich aber auch nicht mehr ganz sicher, welcher Teil das jetzt gewesen ist. Hier haben wir jetzt Gauntlet 2 und wir gucken mal, wie das hier aussieht und auch wie sich spielt. Ich weiß, dass in der Spielhalle zum Beispiel Sprachausgabe drin war. Ich weiß nicht, ob die Sprachausgabe hier im Amiga, in der Amiga-Version vorhanden ist. Hier haben wir nochmal kurz so eine kleine Anleitung. Cool an dieser Amiga-Version ist, dass vier Spieler gleichzeitig dieses Spiel zocken können. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Mega Drive-Version und ich glaube bei der NES-Variante von Gauntlet auch. Genau, da sieht man es. Requires Interface for Printer Port für Spieler 3 und 4. Mit Joystick in entsprechender Richtung suche ich mir meinen Charakter aus. Oben Thor, unten Merlin, rechts Tyra und links Questor. Und ich entscheide mich für Merlin. Das heißt, ich muss den Stick nach unten ziehen. Dann hat man es da. Und ich muss F2 drücken, weil ich meinen Joystick in Port 2 habe. Conjuring Character. Aha, Sprachausgabe. Und ja, ich kann mich hier bewegen. Und natürlich gilt es immer, hier möglichst viele Punkte zu machen. Das ist ein reiner Highscore-Huts-Game. Und man muss halt Schlüssel finden und Schätze sammeln. Darf das Essen nicht abschießen, weil das bringt einem Energie. Man sieht, die Energie geht da unter Health kontinuierlich verloren. Man findet irgendwann auch mal Zaubertränke. Die kann ich hier dann mit der rechten Alt-Taste auslösen. Da habe ich einen Schlüssel und damit komme ich hier durch den Ausgang. Jawohl. Beziehungsweise die Schlüssel öffnen bestimmte Türen. Wie die aussehen, zeige ich euch gleich. Das Gelbe hier sind so Kraftfelder, die halten mich fest, wenn ich drin stehen bleibe. Kann ja auch diagonal schießen. Und das oberste Ziel sollte immer sein, diese Monstergeneratoren zuerst wegzuschießen. Jeder Kontakt mit den Viechern kostet mich Energie zusätzlich und Food füllt die Energie folglicherweise wieder auf. Ne? Ich glaube, hier verliert man auch Energie, wenn man reinläuft. Also muss man hier so ein bisschen aufpassen. Uah. Und ihr merkt schon, das Game hat keine Musik innen drin, nur Sound. So, zwei Schlüssel. Aber grafisch sieht das ganz nice aus. So wie ich mich auch erinnere, das zuletzt mal irgendwann gesehen. Was ist du denn? Hör mal, hier wird scharf geschossen. Ah, ja, und dieses Kraftfeld hält mich fest. Ich kann dummerweise nicht über Mauern schießen. So, neu. Genau, wenn ich diese blaue Wand da berühre, dann geht die auf und ich habe einen Schlüssel weg. Denn das sind diese Türen dann in dem Moment. Ich versuche jetzt aber erstmal den. Ich versuche jetzt erstmal den normalen Weg zu sterben. So. Ja, und es geht hier letztendlich wirklich nur um Punkte, ne? Wer macht den Highscore? Ja, was jetzt? So, Generator zerstört. Okay. Ah. Manchmal ist in Truhen auch was nicht so angenehm ist. Okay. Aha. Kann also auch schon mal vorkommen. Ja, Gauntlet. Ein absoluter Arcade-Klassiker.
von Atari, wenn ich das richtig in Erinnerung habe sogar. Die Spielhallenversion. Und ja, die Strate vor Sprachausgabe. Und ja, hatte, glaube ich, als erster und ich glaube bis heute einziger Spielhallenautomat das Feature. Das Feature, dass eben vier Leute gleichzeitig an einem Arcade-Automaten zocken konnten. Was halt ist, was dann halt Pflicht ist, ist, dass die Gruppe eigentlich immer relativ dicht zusammenbleiben muss, denn es geht nur geschlossen weiter. Also die Mitglieder dürfen sich nicht zu weit voneinander aus dem Bild entfernen, was ja auch technisch gar nicht möglich ist. Wie soll das denn gehen? Man muss halt immer irgendwie zusammenbleiben. Aber es kann schon sein, dass es so eine Art Wettkampf dabei geben kann. Oh, ich glaube, das ist dieses Slime-Zeug, das kann man nicht abschießen. Wenn es darum geht, hier dem einen oder anderen Mitspieler die Kisten mit dem Gold wegzuschnappen. Dieses Slime-Zeug, das haut aber... Muss ich mir die Ecke da oben eigentlich wirklich antun, ist die Frage. Wenn es um Punkte geht, schon. Aber ich weiß nicht, was mit dem... Boah, da oben ist auch ein Schlüssel. Ja, die Ecke könnte sich schon lohnen. Boah, hier wird's aber festgehalten. Nein, ich habe den Alkohol da weggeschossen. Scheiße. Lebensmittel wegschießen ist ganz dumm, weil die braucht man ja, die füllen ja mehr die Energie wieder auf, die, wie gesagt, ja kontinuierlich abnimmt. Uah, da habe ich mich aber auch in der Ecke reinmanövriert. Da. Das war jetzt mal nicht so klug. Oh, hier geht's aber ganz schön ab. Ich will hier irgendwie raus. Da ist noch ein Schlüssel. Boah. Jetzt habe ich mich aber hier in was reinmanövriert, oh leck. Also aus diesem Knochen kommen diese Geister. So ein Geister-Teleporter hier. So. Hauen wir das mal alles weg. Aber dieser Slime, der verfolgt einem auch kontinuierlich. Und ich glaube, den kann man nicht wegschießen. Boah, hier wimmelt's vor Generatoren. Na, wenn das so weitergeht, komme ich hier nicht mehr so weit, was? Er schlotzt mich. Da oben ist der Exit. Ich habe drei Schlüssel. Oh, fuck. Ich kann die Dinger nicht töten. Geht weg. Raus hier. Okay. So. Hier ist erstmal ein bisschen... Oh, diese Vampire da. Die kann man nicht töten. Den kann man also auch nur versuchen auszuweichen. Und die... Was war das? Die saugen dir auf jeden Fall auch Energie weg. Ganz klarer Fall. Auf jeden Fall lässt sich das ganz gut steuern hier. Spielt sich gut. Läuft rund. Was sind das für Felder? Ich habe da so das Gefühl, wenn ich da drauf trete, dann kommen die Viecher raus. Ich hab's geahnt. Aha. Aber rechtzeitig die linke Alt-Taste gedrückt und da habe ich den Trank direkt benutzt. War wohl so eine Art Smart-Bomb. Weil anders kommt man den Viechern ja nicht bei, das ist so. Wie war das? Die Blocks sind movable? Tatsächlich, die kann man verschieben. Frag mich nur nicht, wofür das gut sein soll. Nicht, dass sich hier irgendwo drunter ein Exit oder irgendwas versteckt, das weiß ich nicht. Wo kommst denn du her? Ich habe das Gefühl, das hört sich so an, als ob sich diese Blocks irgendwie verschieben. Oder sind das irgendwelche andere Sachen, die sich verschieben? Ja, my life force is low. Auf jeden Fall cool, Sprachausgabe. Der Schlüssel da unten wäre schon nicht schlecht, hä? Nice to have. Aber ich bin, glaube ich, auch bald tot. Und diesen roten Wizard, wie kann man denn dem beikommen? Was will der von mir? Oh nein, die Tür hat sich verschoben. Das ist das, was das Geräusch macht. Aber in welchem Raum ist die? Da nicht. Wo ist die Tür? Du kriegst die Tür nicht auf. Oh, da unten ist noch einiges an... Ich glaube, ich bin gleich tot.
Nein, nur schieß doch nicht die... Oh, du bist so doof. Schlüssel habe ich genug, aber Energie nicht. Ah, da hat's mich zerlegt. Da liegen nur noch die Schlüssel. Bäm. Wo ist meine Punktzahl hin? Schade. Hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen. Gibt's keine Highscore, in die man sich eintragen kann? Oder habe ich einfach zu wenig Punkte gemacht? Oder zeigt er gleich nochmal irgendwo das Bild? Ne, hätte ich jetzt nochmal drauf gucken sollen. Das ging jetzt fast ein bisschen zu schnell. Okay, Gauntlet 2 auf dem Amiga 500 unter Kickstart 1.3 läuft. Hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht, ein Ründchen zu zocken. Und ihr habt mal gesehen, wie die Amiga-Version von Gauntlet 2 aussieht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen über ein Like von euch. Und noch geiler, wenn ihr den Kanal abonnieren sollt, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, würde mich wahnsinnig freuen. Vergesst dann aber nicht, das Glöckchen zu drücken, weil sonst habt ihr mich zwar abonniert, kriegt aber keine Nachrichten, was auch irgendwie ziemlich scheiße geregelt ist. Keine Ahnung, warum das so sein muss. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Tomaniac. Wo ist das Ausding? Da.